Herzlich willkommen zum nächsten Live hier und in Farbe mit Heidi. Habe ich heute zu Gast. Heidi kommt gleich zu mir hier in das Live und wird über Aroma-Reiki berichten. Ja, was das ist und wie Heidi auch in den Genuss gekommen ist, das war ja, nicht der Klassiker. Also sie hat nicht ein Aroma-Reiki gebucht über die Praxis. Wir haben uns in einem ganz anderen Kontext kennengelernt. Ja, und das Aroma-Reiki ist, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall wollte ich gerne die Aromatherapie und das Reiki, das Energetische verbinden. Und da ist sie auch schon. Und ich hole sie jetzt dazu, dann können wir das nämlich gleich auch zusammen besprechen. So, nee. Wieso möchte er das jetzt nicht? Habt ihr jetzt... Vielleicht musst du mir doch mal eine Anfrage schicken, als Moderator hinzufügen. Ich will dich nicht als Moderator, ich will dich ins Live holen. Ah! Müsste das klappen? Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen mal. Nee, nee, nee. Ja! Scheint zu klappen. Hallo? Hallo? Jetzt sehen wir dich noch nicht. Nee, ich sehe es auch nicht. Sehr merkwürdig. Ich versuche es mal. Achtung. Ah, ja. Da haben wir es doch. Hallo! Sehr schön. Oh. Wieder eine Premiere. Ich kann hier irgendwie demnächst so eine Premierenserie eigentlich aufmachen. Fast jede, die ich hier zu Gast habe, ist irgendwie eine Instagram-Live-Premiere. Es ist fantastisch. Ihr kommt alle mit mir raus. Ja, sehr schön. Einmal ist immer das erste Mal, ne? Genau, ja. Und es ist so schön, eigentlich kann ich schon einen Fragenkatalog erstellen mit Andrea, wie funktioniert denn das dann gleich? Genau, ja. Das. Ich habe es noch nie gemacht, daher war das mal was ganz Neues. Aber es ist ja ganz simpel. Ja, wobei die Technik manchmal auch, ne? Also ich habe hier schon mit Hin- und Herdrücken gehabt und das wollte nicht und keine Ahnung. Also, naja, toll, toll, toll. Es hat ja funktioniert. Herzlich willkommen. Schön, meine Liebe, dass du da bist. Danke dir. Wir kennen uns ja jetzt schon auch relativ lange. Du hast schon, ich habe das mal rekapituliert, viele Ausbildungen bei mir gemacht. Aromatherapie, wir hatten schon ein Heilpraktiker-Psychotherapie-Modul zusammen, ne? Ja. Das haben wir noch gemacht. Jetzt machen wir autogenes Training nächste Woche. Also es hört gefühlt gar nicht auf. Und stimmt. Genau. Aber erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du, was hast du vor? Und dann kommen wir zu unserem Aroma-Reiki. Ja. Also ich bin 44, ich habe zwei erwachsene Jungs und bin psychologische Beraterin und habe mich entschieden, mich ein bisschen weiterzuentwickeln und habe jetzt die Ausbildung zur Gesundheitstherapeutin angefangen oder mache sie jetzt schon seit einem Jahr. Ein Jahr habe ich noch vor mir. Da gehört der Heilpraktiker für Psychotherapie dazu, Aromatherapie, das habe ich ja bei dir schon abgeschlossen, Qigong, Shiatsu und zusätzlich mache ich auch noch die Ernährungsberatung. Also volles Programm. Meine Güte. Ja, und jetzt hol mich noch mal kurz ab. Ich steige ja bei diesen dualen Kombi-Ausbildungen gar nicht wirklich durch. Ich unterrichte ja immer nur einzelne Snippets, wenn man so will, daraus. Mhm. Nächste Woche bist du bei mir im autogenen Training. Wozu gehört das jetzt? Zu diesem Gesundheitsberater? Genau, das gehört zur Gesundheitstherapeutin. Das heißt, da haben wir ganz viele Zwischenkurse. Aromatherapie, Shiatsu und Qigong gehören auch dazu. Und dann haben wir so Sachen wie Train the Trainer und was haben wir denn? Nächste Woche haben wir auch noch, oh Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr vor lauter Kursen, ehrlich gesagt. Also nächste Woche habe ich irgendwie 10 Tage am Stück durchgängig weg. Ja, auch ja. Manchmal. Also ich habe jetzt auch mir ja das so gelegt, dass ich 12 Tage am Stück habe und ich habe mir das selber gelegt. Ne? Du ja nicht, super. Du hast es vorgelegt bekommen. Ich fange mit Heilpraktikern an am Wochenende. Dann habe ich dich unter anderem, wo ich mich sehr freue, als ich den Plan dann auch gesehen habe. Ah, oh, 3 Gesichter kenne ich schon, die kommen. Und wir sind eine schöne kleine Runde, da freue ich mich auch sehr drauf. Da habt ihr fantastisch Zeit und Raum auch selber anzuleiten, auszuprobieren, das liebe ich ja. Ja,
danach geht es dann weiter mit einem Aromatherapiekurs, was ja so unser Hauptthema war. Also deine Ausbildung ging ja quasi 5 Module lang, es war ein halbes Jahr oder so um und bei, ne, die 5 Module, die es ja leider nicht mehr bei dem Träger gibt. Ich fand die sehr, sehr gut, weil es eben Zeit zum Integrieren immer gab von Modul zu Modul. Gut, aber jetzt gibt es die erstmal nicht mehr. Wir machen jetzt an der Stelle Werbung, dass sie wieder aufgenommen Ja, wird. genau, auf jeden Fall. Also ich fand's Ich super. fand es total gut in diesem modularen System, weil dann einfach mehr Zeit zum Integrieren ist. Ja, Ja. und Aromariki, du bist ja auch Produkttesterin. Du testest verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Und Genau. irgendwie bin ich damals auf die Idee gekommen, Mensch, hast du nicht Lust, meine Dienstleistung zu testen? Aromariki. Was Genau. warum auch immer der Kassenschlager geworden ist. Ich habe mir irgendwann mal ausgedacht, ich könnte doch die Aromatherapie mit Reiki verbinden. So, und jetzt bist du noch in den Genuss gekommen, der Ursprungsvariante, wie ich das aber gar nicht mehr anbiete, sondern meine andere Reiki-Meisterin, einer Wellness-Massage vorweg mit ätherischen Ölen, weil ich festgestellt habe, wenn die Menschen in meine Praxis kommen, die sind super gestresst und ich kriege die gar nicht so schnell runtergefahren. Das hast du wahrscheinlich bei Shiatsu und deinen ähnlichen Techniken vielleicht auch schon gemerkt. Es dauert echt lange, Menschen runterzufahren. Und Stimmt. da habe ich mir überlegt, wie könnte ich das irgendwie schneller machen, weil sie möchten ja auch ein Erfolgserlebnis haben. Das ist ja auch immer wichtig, gerade wenn es eine Dienstleistung ist, dass sie wirklich mit einem Erlebnis, einem positiven im besten Fall, nach Hause gehen. Und die ätherischen Öle kann man ja sehr schön nutzen, schon mal so ein bisschen runterzufahren, zu entspannen mit einer Massage. Und dann gibt es im Anschluss Reiki, was ja auch wieder energetisch über Schwingungen und Frequenzen arbeitet. Ja, und dann haben wir uns in der Praxis getroffen, damals noch mit Clarissa als meine Assistentin, meine Praktikantin, ist irgendwie Langzeitpraktikantin. Gefühlt begleitet sie mich seit 4 Jahren irgendwie. Ja, hat ja Lange. dann auch Fotos gemacht. Erzähl doch mal, wie hast du die Kombination empfunden? Also ich fand die Kombination super, weil, wie du schon sagst, erstmal dieses Runterkommen, erstmal ins Hier und Jetzt kommen, dieses Ankommen, weil man ist Auto gefahren und war vielleicht noch im Zeitstress und dieses Gefühl, so jetzt bin ich erstmal auf der Liege und habe nette Düfte um mich rum, und diese Entspannung erstmal spüren, den Körper wieder spüren, im Hier und Jetzt sein, bevor dann das Reiki an sich losgeht. Das fand ich sehr, sehr schön. Und wie du schon sagst, mit den Aromaölen, die Düfte dazu, das macht schon eine Menge aus. Also ich finde die Kombination sehr schön. Ja, ich habe mir das einfach nur so praktisch tatsächlich ausgedacht und es wurde super angenommen. Und weißt du noch zufällig, was für Öle du hattest? Ich weiß das jetzt nicht mehr, weil ich so viele Da fragst du mich was, da fragst du mich was. Ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen und habe den ganzen Tag noch danach geduftet und fand es total toll. Ja. Ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, was es war. Ich weiß, ich hatte irgendwie einen Zitrusduft gewählt. Ich wollte gerne was haben, was doch wieder auch ein bisschen aktiviert, Ja, und weil es ich war an dem Tag ja sehr platt war. auch Sommer. Es war ja auch Sommer. Also wir haben bestimmt nichts mega Genau. tiefenentspannt genommen. Genau. Jetzt hast du ja auch verschiedene Öle in der Aromatherapie-Ausbildung kennengelernt. Was sind denn deine Favoriten heute? Hast du Also aktuell heute einen? so würde ich sagen, Ylang Ylang finde ich total toll. Viele würden bei Patchouli einen auf den machen, aber ich mag den Patchouli-Duft auch sehr, sehr gerne. Und Grapefruit für gute Laune finde ich immer super. Also das ist so, wenn hier mal irgendwie dicke Luft ist, mache ich gerne mal einfach ein bisschen Grapefruit an. Und Benzoe ist mein absoluter Favorite. Also Benzoe muss auch immer mit rein. Das ist auch eine tolle Mischung. Ich sehe die schon. Grapefruit, Ylang Ylang, Patchouli, Benzoe. Mega Mischung. Zum Glück wird das ja aufgezeichnet, das schreibe ich nachher mal auf. ja, für alle, die sich jetzt nicht damit auskennen, Grapefruit, das gute Launeöl. Ich empfehle das immer für Gehaltsverhandlungen oder generell irgendwelche kritischen, herausfordernden Gespräche, ob jetzt mit dem Chef, Mitarbeitern, im Privatleben, was auch immer. So ein Tropfen Grapefruit in die Mitte und dann läuft das ganz anders. Ja, Ylang Ylang hätte auch super zum Aromareiki gepasst, weil durch die vielen Ester ist das so ein super Tiefenentspanner. Wirkt auch leicht aphrodisierend
Und viele Menschen gehen einem trotzdem dabei laufen und finden es gar nicht aphrodisierend, weil zu süß, es ist ja schon recht süß. Patchouli, ganz schwierige Kiste. Du bist wirklich wenigen, die Patchouli mag. Also ich finde Patchouli, ich habe da eine neutrale Haltung zu. Also ich finde das nicht blöd. Es wäre jetzt aber auch nicht mein Duft der ersten Wahl. Genau, und damit wären wir beim Duftgespräch. Du hast ja zum Ende hin der Ausbildung auch Duftgespräche mitbekommen, selber durchgeführt oder ihr mit euch untereinander. Und da ist Patchouli ja auch bei. Mehr möchte ich an der Stelle gar nicht dazu sagen. Wie hast du denn die Duftgespräche empfunden? Oder das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise mit der Arbeit mit den Ölen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich total begeistert von. Ich finde die Sache an sich, dass man einfach noch mal tiefer guckt. Ich komme mit einem Thema rein in dieses Duftgespräch und manchmal weiß man vielleicht gar nicht, wie tiefliegend dieses Thema eigentlich ist. Und man stößt schon so ein bisschen tiefer an die Wurzel. Und das finde ich mega interessant, dass man das unbewusst macht. Man macht es ja gar nicht bewusst. Nee. Sehr spannend. Und das ist ja auch so, du bist ja auch im therapeutischen, psychotherapeutischen Bereich dann. Wir sitzen da und machen unsere Anamnese dann mit den Patienten und wir stellen denen Fragen und da antwortet uns ja aber, um das jetzt mal fachmännisch auszudrücken, wir unterhalten uns immer mit dem Neokortex. Neokortex ist unser Verstand, unser Bewusstsein. Da kriegen wir nicht unbedingt so die Antworten, die uns wirklich in der therapeutischen Arbeit voranbringen, ne? Weil wir wissen ja selber alle, auch wenn wir schon zum Therapeuten gehen, jetzt weiß ich nicht, hast du schon erste Erfahrungen gemacht in deiner psychologischen Beratungspraxis? Ja. Ja, ne? Also wir können den Menschen immer nur bis vor den Kopf schauen, das ist das eine. Und so wirklich zu einem selber ehrlich, das ist ja nochmal das andere. Ne? Also was wir vom Richtig. Therapeuten erzählen und nur damit können wir ja arbeiten, was die Menschen uns erzählen. Und die Düfte machen da so ein Schloss auf. Ne? Du erinnerst das vielleicht noch, als wir dann in der Runde saßen und ihr mir euer Thema geschildert habt und ich da böse nachgefragt habe und es ja aber bei der einen oder anderen nicht das Thema war. Genau das. Das ist ja das Spannende daran. Ja. Und wir beide, wir würden viele Sitzungen brauchen, um dahinter zu kommen dann, dass es vielleicht was ganz anderes ist, weil wir können ja auch immer nur das therapeutisch dann begleiten, was offensichtlich scheint. Also wir sind ja alle keine Hellseher, ne? Du nicht, ich nicht, haben keinen Zauberstab. Und wenn es aber nicht das Thema ist, bei dir war es, glaube ich, auch so, ne? Es Ja. hat sich dann doch ein bisschen anders rauskristallisiert, Vielleicht was genau. wir wollen, ne? Und dann ist unser Ansatz vielleicht falsch. Und wir kommen gar Richtig. nicht weiter mit unseren Patienten, Klienten. Und an der Stelle habe ich das geliebt, als ich das Duftgespräch kennengelernt habe. Und jetzt heute biete ich ja zwei Varianten. Einmal die, die du quasi getestet hast als Dienstleistung mit der Massage vorweg. Und ich habe festgestellt, ich möchte nicht mehr massieren. Das habe ich einfach für mich entschieden, in meiner Praxis massiere ich nicht mehr, in den Ausbildungen, ja, das gehört ja mit zum Curriculum, aber ich massiere nicht mehr. Und wie kann ich denn sonst die noch besser auf das Reiki vorbereiten? Vor allem hab ich festgestellt, eine Reiki-Sitzung, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, reicht gar nicht, um wirklich was in Gang zu setzen, wenn das so richtig tief sitzt. Das stimmt. Wie war das bei dir? Ich finde, eine Reiki-Sitzung ist schön zur Entspannung und einfach, um sich wohl zu fühlen und mit einem guten Gefühl rauszugehen. Aber wie du schon sagst, um gewisse Dinge aufzulösen und dran zu arbeiten, braucht man schon mehr. Das sehe ich genauso. Ja, und wir haben ja alle keine Zeit, ne? Die Leute wollen immer hier, wann geht's mir wieder gut? Ja. Keine Ahnung, ne? Ja, aber ist ja so der Anspruch, ich mache das jetzt einmal und da muss aber auch reichen. So Dinge, die sich über Wochen, Monate, Jahre manifestiert haben, die sollen dann bei einer therapeutischen Sitzung, ob das jetzt Psychotherapie ist oder Reiki oder Aroma, ist ja völlig egal, aber es soll bitte nach Möglichkeit nach einer Sitzung weg sein. Das Ja, zaubern können wir dann auch nicht, ne? Nee, weil das war ja auch zum Beispiel, du hast ja auch Qigong gelernt.
Und ich weiß noch, da gab es auch Herausforderungen, ne? Wir lernen Dinge nicht über Nacht. So, das ist auch ein Prozess, ne? Und dann werden wir ungeduldig. Ich weiß noch, da war so ein bisschen Ungeduld mit bei auch, ne? Und Genau. wann machen wir denn die Basis und was wir da gelernt haben, das ist irgendwie, war das überfordernd? So sind wir Total. ja einfach. Und ich habe festgestellt, okay, bei so, und ich habe ja nun mal chronisch kranke Patienten, die Dauerstress-Symptome haben oder ein Burnout oder eine Depression oder psychosomatische Erkrankungen. Die haben sich ja über Jahre manifestiert. Da kann ich Reiki machen, also da kann ich Energie fließen lassen, aber die fließt nirgendwo hin. Die weiß gar nicht, wo sie andocken soll. Mache ich vorher ein Duftgespräch, habe ich schon ein paar mehr Informationen und kann gezielter auch mit der Energie arbeiten. Das war so mein Schlüsselerlebnis. Und weil auch da frage ich, ich mache ja ein Vorgespräch oder wir machen generell ein Vorgespräch auch in der Aromatherapie, die Duftanamnese, ne? Und auch da wissen wir wieder nur so viel, was die Leute uns erzählen. Und beim Reiki, wenn ich gefragt habe, was ist denn die Intention, warum sind Sie denn heute hier? Ja, es ist irgendwie so diffus. Ja, aber es ist irgendwie diffus, ne? Also klar, die Energie fließt dahin, wo sie gebraucht wird. Aber manchmal ist der Körper so out of order, da weiß der eigene Körper gar nicht mehr, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt entspannen? Soll ich jetzt irgendwas auflösen? Was ist hier los? Und das bereitet ihn nochmal ganz anders vor. Ja. Hast du schon eine Richtung, wenn du jetzt sagst, psychologische Beratung machst du schon, du hast die Entspannungsverfahren gelernt und die Aromatherapie und machst du den HP-Psych, also willst du zur Prüfung? Also ich werde die Prüfung auf jeden Fall mitnehmen und schauen, was dabei rumkommt. Klar, man hat immer einen Plan B irgendwie in der Tasche, falls das alles nicht so hinhauen sollte. Wir wissen alle, der HPP ist nicht ganz so einfach vorm Gesundheitsamt, aber ich sage mir einfach, ach, ich versuche mein Glück und entweder das klappt oder das klappt halt am Ende nicht. Aber Plan B Von steht. damals, die waren super. Bitte? Du kriegst meine Prüferinnen von damals, wir manifestieren das jetzt, Okay. die waren super. Okay. Ja, also und du hast ja auch was auf dem Kasten, also bei dir mache ich mir da gar keine Sorgen. Das ist Das, schön. ja, also ich habe dich ja auch mit ausgebildet, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe dich ja auch in verschiedenen Fachdisziplinen gesehen. Und was möchtest du denn dann gerne schwerpunktmäßig, so Stand heute, was wäre dein Wunsch schwerpunktmäßig Also anzubieten? die psychologische Beratung steht bei mir schon oben. Und ich würde ganz gerne, wenn meine Ernährungsberatung durch ist, auch damit noch starten. Also das finde ich auch mega spannend, weil man mit Ernährung so extrem viel machen kann, was den Körper angeht. So viele Krankheiten kann man damit in den Griff kriegen, sag ich mal. Heilen tun wir ja nicht, aber man kriegt sie in den Griff und das finde ich mega. Ja, Aroma gehört definitiv auch mit dazu. Also ich würde das gerne mit einfließen lassen. Finde ich spannend. Und eventuell, je nachdem, ob die Räumlichkeiten es dann zulassen, würde ich Shiatsu auch noch mit reinnehmen ins Boot. Also ich werde mein Köfferchen jetzt so Stück für Stück packen und dann schauen wir mal am Ende, was dann ausgepackt wird aus dem Ja, Köfferchen. du hast ja ein richtig tolles Portfolio mit Qigong, Shiatsu, Aroma, autogenem Training. Noch was? Ernährungsberatung, ne, der psychologischen Komponente. Das klingt insgesamt jetzt für mich so sehr körperorientiert, aber schon, ne? Ist richtig. Also Heute schon. ich fang eventuell im Sommer auch noch geistiges Heilen an. Da muss ich mal schauen, ob das dann auch eventuell noch mit reinpasst. Also ich sag mal, ich fülle mein Köfferchen und wenn die Klienten bei mir sind, gucken wir mal, was denn in dem Koffer passt. Genau. Genau. Was Das finde ich auch wunderbar und wichtig, weil es wird ganz oft dann erzählt, ja, ach Mensch, du hast so einen Bauchladen und was machst du denn noch alles? Ja, aber wo ist denn die Individualität? Und das sehen wir vor allem in der Aromatherapie, was wir beide ja auch, was uns ja verbindet. Das ist individuell. Ja, Grapefruit ist eine Zitrusfrucht und die macht gute Laune und die Grapefruit ist anregend an sich, aber es gibt ja noch andere Zitrusdüfte und es ist die Frage, was genau ist meine Intention? Weil eine Zitrusfrucht, die anregend ist, das macht Zitrone, Bergamotte, Limette, das machen die auch alle, Blutorange. Und trotzdem gibt es da ja Nuancen und das finde ich so super wichtig und wertvoll, wenn wir unseren Klienten, Patienten ja so einen Toolkoffer
Koffer anbieten können, ne? Weil nicht alles ist was für jeden. Genau. Das habe ich ja auch in den Ausbildungen gelernt. Ich hatte ja auch schon diverse Menschen dann in Ausbildungen sitzen, die da nicht sitzen wollten. Und spätestens da merkst du das dann auch. Ne? Jetzt bei der Aromatherapie in eurem Kurs war das nicht so, aber ich habe schon andere Ausbildungen gehabt, wo die Menschen sitzen mussten. Und dann ist das auch nochmal was ganz anderes. Und wir können nicht jedem mit allem helfen. Das finde ich super, dass du da so ein Portfolio dann auch hast. Ja, wird spannend. Also ich bin selbst gespannt, wie es weitergeht und wie das Ganze dann läuft. Also ich bin mega gespannt und auch Ja, das aufgeregt deswegen. glaube ich. Und hast du schon, Sammy, hast du dich schon angemeldet? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Du wohnst aber in Hamburg, ne? Nie, leider nicht. Ich wohne in Buchholz, das heißt, Niedersachsen ist für Das mich war's. Ach, zuständig. das war's. Ja. Okay. Ja, aber Niedersachsen ist auch noch in Ordnung. Wobei Schleswig-Holstein-Husum soll ja jetzt auch entspannter geworden sein. Ich glaube, besagter Mensch ist in Rente oder so, der alle durchfallen lassen wollte. Ja, irgendwie so habe ich auch gehört. Ganz, ganz böse. Hamburg ist super. Du könntest ja noch über einen Umzug nachdenken. Nein. Nein. Also Heilpraktiker für Psychotherapie an dieser Stelle mal für alle, die mit dem Gedanken spielen. Das hat wirklich nur zur Hälfte mit Wissen zu tun, ob man das besteht, und das andere ist, ob man einen souveränen Eindruck machen kann bei völliger Ahnungslosigkeit, und wenn die versuchen, einen zu irritieren, es ist auch ganz viel Pokerface und sich nicht verrückt machen lassen. Aber wir sind ja im Kontakt, wir kriegen das hin. Da haben wir noch 4,5 Tage, da kann ich ja noch mal was zu erzählen. Genau. Ja, sehr schön. Und beim autogenen Training, wenn wir das nächste Woche machen, können wir auch mit Ölen arbeiten. Also du darfst gerne Oh dein Öl ja. bringen. Ja. Ja. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Weil autogenes Training, da visualisieren wir ja, für alle, die das nicht kennen. Und wir wollen ein Gefühl von Wärme visualisieren. Wir wollen den Solarplexus erstrahlen lassen. Das Sonnengeflecht ist strömend warm. Und Menschen, die Probleme haben zu visualisieren, da können wir mit Ölen unterstützen. Das ist gut. Also Dann pack bringe ich doch auf jeden Fall mal mit. auf jeden Fall mitbringen. Und ja, Heidi, das war sehr, sehr schön. Ich freue mich. Und jetzt freue ich mich Auch. noch mehr nächste Woche auf unseren Kurs wieder. Ich auch. Ist ja fast Heimspiel, ne? Wenn ich 3 von 5 Teilnehmern schon kenne, und bei der vierten bin ich mir beim Namen nicht sicher. Aber ich habe auch so viele Auszubildende. Ja. Aber schön, dass es eine kleine Gruppe ist. Ich freue mich drauf. Immer diese ganz Ja, großen Gruppen. Ja. freut mich auch. Oh, was wird hier geschrieben? Ich hatte mal einen Vorbereitungslehrgang vor zig Jahren. Die Dozentin war nicht so gut und die Prüfung habe ich nicht abgelegt. Soweit ich weiß, darf man dann auch einiges nicht mehr. Was einiges nicht mehr? Darf man dann nicht mehr, wenn man die Prüfung nicht hat? Ja, dann dürfen wir nicht Therapie machen. Dann muss das ganze Beratung heißen. Genau. Aroma, Coaching, Beratung, Beratung. genau, oder Coaching, ne? Dann dürfen wir auf jeden Fall keine Therapie machen. Ja, Dozent ist immer so eine Sache, und das Oh Problem, ja. was ich immer sehe, ist aber auch, es gibt keine staatlich geregelte Ausbildung. Das Einzige, was ja staatlich geregelt ist, ist die Prüfung. Wann ist die Prüfung, was für Fragen, also die schriftliche, und bei der mündlichen ist ja auch sehr viel Goodwill, sag ich mal, ne? Aber es gibt keine staatlich geregelte Ausbildung für die Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie. Nicht mal ein Standardlehrwerk. Es gibt zwar verschiedene Lehrbücher. Der Campus, wo wir jetzt unterwegs waren, hat eins, und andere empfehlen anderes. Nicht mal das ist klar. Und theoretisch kann sich jeder zur Prüfung anmelden, wenn die Prüfungszeit gerade da ist, dahin gehen und sein Glück versuchen. Ja, und ich muss sagen, selbst beim Campus, wir haben ja unterschiedliche Dozenten und es ist wirklich immer wieder extrem unterschiedlich. Also man merkt, bei dem einen sauge ich das auf und verstehe alles und bei dem nächsten sitze ich da und denke, was hat er mir jetzt gerade erzählt? Ich habe nur Bahnhof verstanden und das ist echt schade. Ja, Also ich kann das nicht nachvollziehen, wenn die Dozenten nicht sind. weil auch wir unterschiedliche Vorausbildungen haben, ne? Wenn ich mir die Kurse angucke, HPP, also die Heilpraktiker für Psychotherapie, sitzen da zu 2 Dritteln branchenfremde Menschen drin. Aus der Werbung, aus weiß ich nicht woher, also hauptsächlich Werbung tatsächlich.
und haben keinerlei medizinisches Vorwissen, was aber auch keine Pflicht ist. Ne? Man kann sich das Vokabular theoretisch und praktisch auch aneignen in 1 bis 3 Jahren, je nachdem, wann man sich anmelden möchte. Und was ich immer empfehle, und ich finde, das müsste Pflicht werden. Also das ist so absolut, wenn ich das entscheiden dürfte, würde das eine Pflicht sein, ein Praktikum in der Psychiatrie. Und zwar in der Akutpsychiatrie, auch wenn diese Menschen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals in unserer Praxis sitzen werden, mit einer akuten psychiatrischen Geschichte. Aber viele psychische Krankheitsbilder, und da ist unser Körper, unsere Psyche eigentlich ja schlau, kann sich der normale Menschenverstand nicht vorstellen. Und das ist auch gut so. Die Psyche schützt uns ja. Wir werden in diesem Beruf, ob das unsere Praxis ist oder in der Klinik, wo ich ja ganz, ganz viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet habe, ganz, die meiste Zeit davon akut, das können wir uns nicht vorstellen. Wenn ich das in einem Lehrbuch lese, zum Beispiel Schizophrenie ist so ein ganz schwieriges Erkrankungsbild, finde ich, was abstrakt ist. Wenn ich niemanden erlebt habe im Kontakt mit einer Schizophrenie, würde ich das nicht verstehen, was im Buch steht. Und das Das liegt, glaube stimmt. ich, daran, wenn ihr dann Dozenten habt, die selber quasi nur mit Studienbriefen oder in einer Ausbildung saßen und nicht praktisch gearbeitet haben, dann können die natürlich auch nur das transportieren. Ich bekomme immer als Rückmeldung, Mensch, mit den ganzen Praxisbeispielen und den Bezügen und wie das in der Klinik abläuft, dieser Einblick fehlt. Und dann Ja. kommen die Menschen aber häufig her, die in unsere Praxis kommen, auch zu dir in die psychologische Beratung. Viele haben Klinikerfahrung. Und das können Ja. wir dann nicht nachvollziehen. Ne? Also Praktikum von mindestens 6 Wochen in der Psychiatrie, 2 davon akut, das wäre mein Wunsch. Das macht die ganze Ausbildung völlig anders und trennt auch die Spreu vom Weizen, weil es ist jeder für diesen Beruf geeignet und das kann man nicht lernen. Ob man dafür geeignet ist, kann man nicht lernen. Ja, das stimmt. Also wir haben auch einige dabei, die jetzt wirklich schon gesagt haben, es ist doch nicht meins, aber das ist ja dann auch in Ordnung. Also dafür guckt man ja rein und schnuppert ja rein und das ist ja, muss ja jeder für sich auch am Ende entscheiden. Auf jeden Fall. Und deswegen macht aber ein Praktikum Sinn, weil dann kann ich, bevor ich mich zu einem teuren Weiterbildungskurs über 15 Monate oder 3 Jahre, je nachdem, von bis gibt es ja, anmelde, abklären, ist das was für mich, ja oder nein? Ist halt Ja. ungünstig, wenn ich dann in Modul 14 da sitze und feststelle, mit Suizidalität habe ich aber ein Problem. Ja, das ist doof. Das immer, ne? Und dann frage ich mich, ja, aber was hast du denn gedacht, worüber wir hier reden? Oder ich habe auch schon ganz oft gehört, ach, das sind aber schwere Themen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen. Wir sprechen nicht über glitzerpupsende Einhörner. Das tut mir dann auch immer total leid. Aber was erwartet denn jemand, der eine psychotherapeutische Heilpraktika-Ausbildung macht? Da kommen Ja, schwere das stimmt. Themen. Kann ich auch nicht hübsch reden. Das kriege ich nicht hin. Ja, so. Jetzt haben wir hier alle Themen einmal abgefrühstückt. Ja, Heidi, das genau. war fantastisch. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich mich Und auch. wieder mit den Ölen hantieren, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich Ja, danke. sehr schön. Und wünsche jetzt noch einen ganz tollen Nachmittag. Das wünsche ich dir auch. Danke, Andrea. Tschüss.